wir im dreidimensionalen Raum diesen kleinen weißen Kreis mit Radius klein r um diese weiße Achse drehen, so erhalten wir solch einen Ring, den man auch Torus nennt. Und das Kreiszentrum, das legt bei dieser Rotation eine Kreislinie zurück, deren Radius wir Groß R nennen. Wir werden uns in diesem Tutorial mit dem Rauminhalt von solch einem Torus beschäftigen. Um den Rauminhalt von einem Torus zu bestimmen, kann man den Torus auch ansehen als Differenz von einem Schweizer Käse und einer Rolle. Wenn wir aus diesem Schweizer Käse diese Rolle herausschneiden, dann bleibt der Torus übrig. Als Rauminhalt vom Torus rechnen wir also Rauminhalt vom Käse minus Rauminhalt der Rolle. Solch einen Schweizer Käse erhält man, indem man diese blau schraffierte Fläche um die x-Achse dreht. Dazu brauchen wir die kartesische Gleichung von diesem grünen Halbkreis. Das ist natürlich y gleich groß R plus die Quadratwurzel aus klein r Quadrat minus x Quadrat. Das da. Also werden wir diese Funktion im Quadrat erheben und dann davon das Integral von 0 bis klein r berechnen. Dann hätten wir die Hälfte vom Schweizer Käse. Also machen wir das Ganze mal 2. Daher diese 2. Ähnlich für die Rolle, kartesische Gleichung von diesem grünen Halbkreis, das ist groß R minus die Quadratwurzel von klein r Quadrat minus x Quadrat, also so. Diese Funktion rechnen wir im Quadrat, integrieren dieses Quadrat von 0 bis klein r, also von da bis da, und multiplizieren dann dieses Integral mit Pi wegen der Formel zur Berechnung des Rauminhaltes eines Rotationsvolumens. Und dann muss das Ganze noch mit 2 multipliziert werden, weil wir ja nicht nur von 0 bis r rechnen, sondern auch von minus r bis 0. Also muss das Ganze mal 2 multipliziert werden. In dieser Differenz können wir jetzt 2Pi ausklammern. Dann bleibt noch die Differenz der beiden Integrale. Und beide Integrale sind von 0 bis klein r, da auch. Also ist die Differenz von diesen Integralen das Integral von der Differenz. Da wir beide Integrale zusammenfügen konnten, wird die Berechnung sehr einfach. Wer hier nicht daran denkt, die zusammenzufügen, viel Spaß zum Berechnen. Es funktioniert, aber es ist sehr lang. Hier geht es viel schneller, denn dieses Quadrat und dieses Quadrat, die sehen sehr ähnlich aus. Wenn wir die Differenz berechnen, dann wird r Quadrat minus r Quadrat wegfallen. Diese Wurzel im Quadrat minus dieselbe Wurzel im Quadrat ebenfalls weg. Dann bleibt nur noch hier das Doppelprodukt. Hier auch das Doppelprodukt, aber mit einem Minus versehen. Und wegen diesem Minus da ist dieses Doppelprodukt zweimal vorhanden. Letztendlich bleibt also nur noch dieses Integral übrig. Die Zahl 4r, die multipliziert und hängt nicht von x ab, diese multiplikative Konstante fliegt also raus. Und dann bleibt noch das Integral von 0 bis klein r von der Quadratwurzel von klein r Quadrat minus x Quadrat dx. Wir haben hier Glück, denn das, was übrig bleibt, das ist das Kreisintegral. Und im Tutorial, das Kreisintegral nummeriert mit RSM 022, haben wir bewiesen, dass dieses Kreisintegral nichts anderes ist als Pi r Quadrat Viertel. Also dürfen wir diese Formel hier einsetzen, nur eben hier ist es klein r, also klein r im Quadrat. Und dieses Produkt ergibt dann 2pi Quadrat, klein r Quadrat mal groß r. Es ist aber clever, die Formel zum Volumen eines Torus nicht so zu behalten, sondern so zu behalten,
wie ich sofort zeigen werde. Diesen Torus hat man erhalten, indem man diesen Kreis um diese Achse gedreht hat. Stellen wir uns jetzt vor, der Torus ist in diesem Gitter hier enthalten, ähnlich wie ein Fahrradschlauch im Fahrradreifen enthalten ist. Wir schneiden den Torus jetzt hier über und holen den Torus aus dem Gitter raus, indem wir ihn geradlinig ziehen. Das kann man sich so schön vorstellen. In der Animation ist das schön zu erkennen. Wir holen den Torus aus dem Gitter raus und ziehen ihn geradlinig nach unten. So, das Gitter brauchen wir jetzt nicht mehr. Der Rauminhalt vom Torus ist genau derselbe wie der Rauminhalt von diesem Zylinder, dessen Radius klein r ist und dessen Höhe genau 2 mal Pi mal groß r ist. Also der Rauminhalt von dem Torus, das ist ganz genau dasselbe wie der Rauminhalt von diesem Zylinder. Und der Rauminhalt von dem Zylinder wird berechnet durch Pi mal klein r Quadrat mal die Höhe. Das ist ganz genau das, was da steht. Pi mal klein r Quadrat mal diese Höhe. Diese Formel ist auch sehr schön so zu deuten, wenn man solch einen Torus, wie auch hier im 3D-Fenster, geradlinig abrollt, so bleibt der Rauminhalt selbstverständlich derselbe. Und der Rauminhalt von diesem abgerollten Torus, das heißt von diesem Zylinder, wird effektiv berechnet durch diese Querschnittsfläche, das heißt Pi klein r im Quadrat, mal die Länge von diesem Zylinder. Und diese Länge ist 2 Pi mal der große Radius.